Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Wir haben heute den 23.12. und wir haben 10:30. Ja, ich habe eigentlich gedacht, ich hätte gestern nicht gespeichert, aber zum Glück habe ich gespeichert, so wie das hier aussieht. Ja, bei Piston in the Way, da haben uns ja immer zwei Kisten gefehlt und ich schätze einfach mal, dass sie ganz am Ende waren. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit Piston It Away an. Danach machen wir dieses tolle Level Night Flight. Weil das ist nämlich der Horror schlechthin. Pack Attack ist wieder ganz cool. Obwohl Spaced Out. Pack Attack, was war das andere? Rocket. Dann ist Spaced Out wahrscheinlich auch wieder so ein Level wie das hier vorne. Das hier. Auf jeden Fall machen wir das dann direkt danach, Night Flight. Aber wir bemühen uns jetzt erstmal hier bei Piston It Away alle Kisten zu kriegen. Ich habe auch nicht nachgeguckt, wo die Kisten sind. Ich versuche jetzt einfach nochmal und versuche dann hinten bei diesem Viererteil drüber zu springen. Was hoffentlich funktioniert. Ich weiß immer noch nicht, was ich als nächstes Let's Play machen soll. Schlimm. Ape wollte ich ungern machen. Weil das habe ich letztens erst nochmal aufgenommen. Zwar nur ein bisschen davon, aber. Das war nicht der zweite Teil von Ape. Sondern der erste. Weil ich hatte für die Schule so ein. Also sollten wir eine Präsentation machen in Englisch. Über ein Thema. Also der hat zuerst gesagt, der Lehrer, über ein Thema. Medienmäßig. Und er meinte halt, ja, wir haben über ein Thema noch nicht gesprochen, Internet-Hobbys. Da habe ich mir direkt gedacht, boah, geil, let's play. und... Wow, das war knapp. Ja, und dann hat er dann danach noch gesagt, ja, ihr könnt eigentlich über ein Thema machen, worauf ihr Lust habt. Aber Let's Play hat da schon mal ganz gut gepasst. Und, ja, die habe ich dann auch direkt getragen. Ich wollte auch eigentlich die erste sein, die vorträgt. Ich war dann auch die erste. Was gut war. Ja, aber eine Note habe ich bisher noch nicht bekommen. Auf jeden Fall habe ich halt allgemein über Let's Play gemacht. Also Hintergrundwissen und wie man ein Let's Play macht. Hab dann halt am Ende, ja, noch so ein Beispielvideo gemacht. Halt von Oddworld Apes Odyssey. Ich wollte eigentlich zuerst Crash machen, aber das ist zu schwierig zu erklären. Und bei Ape musst du halt einfach nur sagen, yo, 99 Mundarkens retten, fertig, ab. Und hier bei Crash ist halt, es gibt verschiedene Kristalle. Was machen die Kristalle? Dann gibt es bunte Kristalle. Oh. Ach genau, ja. So weiter. Und das wäre dann zu viel Aufwand gewesen, das Video. Ich glaube, ich habe meine Präsentation ca. 10 oder 20 Minuten gehalten. Also insgesamt mit dem Video. Das Video war, glaube ich, nur 5 Minuten lang. Ja, deswegen dürfte das Video nicht allzu lang werden. Ich habe auch schon die ganzen Intros von Ape rausgeschnitten, weil ich habe es versucht, so kurz zu halten wie möglich. Ja, aber es ist anscheinend auch gut angekommen. Muss ich gut finden. Bin ich jetzt... Nee. Zurück. Bin ich jetzt auf meine Note gespannt. Die kriegen wir aber halt dann erst nächstes Jahr gesagt. Das hört sich jetzt voll scheiße an. Also im nächsten Schuljahr. Nee, im nächsten Schuljahr ist auch... Nach den Winterferien, was laber ich denn für den Mist? Jo, Punkt. So.
so schwer ist das Level nicht. Ich habe währenddessen jetzt gelabert. So, jetzt frage ich mich nur, wie ich da drüber kommen soll. Na, bin ich mal gespannt. Jo, hier ist noch eine Kiste. Dann die Frage, wie ich wieder zurückkomme. Das ist ein echt behindertes Muster. Eine? Nee, der Checkpoint. Genau. Okay, das war gut. Ich meine, ich habe alle Gegner weggemacht. War knapp. Ah, ich habe eine Maske gehabt. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe ja noch eine. Okay. Es ist doch nicht so das Problem gewesen, darüber zu kommen. Oh. Die habe ich irgendwie ein bisschen verfehlt. So, jetzt müssen wir nur bis zum Checkpoint kommen und dann sollten wir das Ding eigentlich packen. Wow, knapp, knapp, knapp. Das war ein ganz erbärmlicher Röps. Ja, das war klar. Achso, ich habe mir auch gestern meinen Kakao gemacht, von dem ich gesprochen habe. Der ist aber nicht so gut geworden. Weil man muss was Heißes draufkippen, weil sich sonst das Zeug nicht auflöst. Weil ich habe gestern Abend, habe ich das einfach nur... Jetzt muss ich mich gerade konzentrieren. Okay. Gestern Abend habe ich nämlich einfach Milch drauf gemacht und dann... Ah, okay. Milch drauf gemacht. Dann hat sich das halt nicht aufgelöst, hab's dann in die Mikrowelle gestellt und dann hatte ich oben so eine Schokokruste drauf. War auch ganz lustig. Ja, und heute Morgen habe ich, ja! Komm schon, bitte, bitte, bitte. Ja! Heute Morgen habe ich dann heißes Wasser drauf gekippt, aber nur so ein bisschen, dass ich das gerade alles auflösen kann und dann den Rest mit Milch aufgefüllt. Das war lecker. Hätte noch ein bisschen heißer sein durch die kalte Milch, aber ich hätte es ja nochmal in die Mikrowelle stellen können. Aber das ging auch so. Sehr schön. Ab zum Speichern. Und dann kommt jetzt Night Flight, hieß das? Ich weiß es nicht genau. Night Flight, genau. Ich will das nicht machen. Okay, das andere Dunkelheitslevel haben wir ja schon gemacht. Oh my God.
Was blöd ist in diesem Level. Ja. Das Blöde in diesem Level Das Blöde in diesem Level ist, dass sich irgendwann der Weg teilt. That is a bit blöd. You know? Ich weiß nicht, welchen Weg ich zuerst mache. Ich glaube, ich mache den rechten Weg zuerst. Dennis hatte nämlich den linken zuerst gemacht. Oh, ich weiß es nicht genau. Oh nein, eine Totenkopf. Oder war das nur hier, wo sich das geteilt hat? Ah. Na gut, wenn wir... Ich muss jetzt nicht nur mal die Kissen kaputt machen, oder? Was war das denn? Buh, buh, buh. Okay, ich muss die Kissen doch nochmal kaputt machen. Oh, das war gut. Mit euren Stacheldingern da. Hm. Also es ist hier echt beschissen zurückzugehen. Och Mann. Gott, Nitro-Kisten. Ich gehe dann doch lieber den anderen Weg zurück, falls das funktioniert. Ich habe die Dings mich mitgenommen. Boah. Okay, ich habe die anderen noch nicht mitgenommen. Das ist gut. Was klingelt denn da? Weiß ich nicht. Bestimmt Leute, die meine Oma zum Geburtstag gratulieren wollen, aber meine Oma ist nicht da. Noch irgendwas? Nein. Okay. Das hat ja gepasst. Jetzt kommt wieder so ein Dreckstraktor. In dieser Jahreszeit. Liegt ja kein Schnee. Und wenn Schnee liegen würde, würden sie auch mit dem Traktor rumfahren. Wow! Okay. Boah, wie mache ich das denn? Das ist beides scheiße. Oh, ich wollte doch springen. Weil eigentlich möchte ich ganz gerne... Lapp. Die Libellen... Oder was das auch immer ist. Nicht mitnehmen. Auf dem Weg nach hinten, damit ich dann den gleichen Weg nochmal laufen kann. Ich könnte alles zusammenschlagen. Damit ich dann nochmal den gleichen Weg laufen kann und gucken kann. Ah, warte, gab's da nicht nur zwei Kisten? Ich bin mir da gerade gar nicht mal so sicher. Ich glaube, da gab's nur zwei Kisten und die muss ich dann finden.